Im heutigen Canva-Tutorial verrate ich dir 8 coole Apps, die viele nicht kennen. Du kannst diese mit deinem Canva-Account direkt verknüpfen, dir so richtig coole neue Funktionen in deinen Canva-Account holen und dir viel Zeit sparen bei deiner Grafikerstellung. Ich würde vorschlagen, wir loggen uns schon mal in unsere Canva-Accounts ein und starten los. Eine Canva-App, die viele nicht kennen, ist die QR-Code-Erstellung. Gehe dafür einfach unter den Button Apps. Dort findest du dann hier den QR-Code. Du kannst deine URL eingeben, auf die der QR-Code verweisen soll. Kannst hier noch weitere Anpassungen vornehmen, wie die Hintergrundfarbe und auch die Farbe vom QR-Code selbst und auch den Rand des QR-Codes anpassen. Klicke hier einfach auf Erstelle einen QR-Code und schon landet dieser QR-Code in deinem Design. Zum Beispiel natürlich perfekt für Visitenkarten, denn so können die Personen auch einfach den QR-Code einscannen und landen zum Beispiel automatisch auf deiner Webseite. Eine weitere coole Funktion ist die Integration von Google Maps. Du kannst hier unter den Bereich Apps weiter nach unten scrollen, dann findest du hier auch Google Maps. Gib dort einfach die Adresse ein, die du auf deiner Visitenkarte zum Beispiel darstellen möchtest, und mit einem Klick integriert sich diese Google Maps Karte direkt in dein Design. Du kannst sogar hier mit den Plus-Tasten noch weiter hinein scrollen oder auch mit der Minus-Taste weiter hinaus scrollen. Du möchtest deinen Designs noch das besondere Etwas verleihen, dann nutze gerne die Zeichenfunktionen Canva. Diese findest du auch unter dem Punkt Apps, hier unter dem Button Zeichnen. Und zwar kannst du damit wirklich ganz individuelle Handzeichnungen einfügen. Du kannst dafür diese Stiftfunktionen nutzen, aus den unterschiedlichen Stiften auswählen. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Filzstift, kann die Größe einstellen und natürlich auch die Farbe und Transparenz wählen, die ich gerne verwenden möchte. Und damit kann ich mir jetzt hier zum Beispiel kleine Akzente setzen in mein Design, in meine Schrift, die ich hier eingefügt habe. Und dann wird das Ganze so in Canva gespeichert und auch übernommen, wenn ich hier auf Fertig gehe. Nutze Giphy in Canva, um solche coole kleine Reels oder Kurzvideos zu erstellen. Und zwar findest du diese auch unter dem Bereich Apps. Wenn du nach unten scrollst, findest du hier Giphy und hast hier unzählige GIFs, auf die du zurückgreifen kannst und die du dann natürlich mit einem Klick hier reinziehen kannst in dein Canva-Design und so deinem Text noch viel mehr Aufmerksamkeit schenken kannst. Du bist auf der Suche nach einem bestimmten Unternehmenslogo, welches du in deinem Design verwenden möchtest. Dann findest du hier unter dem Bereich Apps auch die Brandfetch App. Dort kannst du dann einfach in der Suchleiste das Unternehmen eingeben, zum Beispiel Airbnb. Und dann sucht Canva nach dem entsprechenden Logo und du kannst es mit einem Klick in dein Design rüber transferieren und weiterverwenden. Transferiere deine Bilder aus Instagram direkt in Canva. Das funktioniert hier unter dem Bereich Apps. Wenn du nach unten scrollst, findest du hier Instagram. Im ersten Step klickst du hier auf Verwenden und verbindest deinen Instagram-Account mit deinem Canva-Account. Und schon landen alle deine Bilder und deine Videos, die du auf Instagram gepostet hast, automatisch hier direkt in Canva. Und du kannst diese einfach durch Anklicken in dein Design einfügen und ganz einfach weiterverwenden. Ein weiterer Tipp betrifft die Emojis. Sofern du Emojis in deinen Canva-Designs verwenden möchtest und dir die einfach per Copy-Paste außerhalb von Canva reinkopierst in dein Design, besteht das Problem, dass beim Download diese Emojis nicht mehr original ausschauen, sondern teilweise einfach nur in Schwarz und Weiß dargestellt werden. Das kannst du vermeiden, indem du entweder dich unter den Elementen an den Emojis bedienst, gib hier einfach als Suchbegriff Emoji ein, oder du gehst auch wieder unter die Apps und findest dort eine separate App Emojis. Und dort findest du ganz viele unterschiedliche Emojis, die du für dein Design verwenden kannst. Und diese verändern sich auch nicht nach dem Download als PNG zum Beispiel in Canva. Eine weitere richtig coole Funktion eignet sich zum Beispiel super, wenn du Präsentationen erstellst und du möchtest zum Schluss, dass die Leute dir ein Feedback hinterlassen. Gehen wir davon aus, du verschickst deine Präsentation im Nachgang als Aufzeichnung an die Leute und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, hier unter dem Bereich Apps
Falls du Typeform nutzt, um zum Beispiel dir Feedback einzuholen von ehemaligen Kunden oder eben auch zu deiner Präsentation, dann kannst du deinen Typeform-Account mit dem Formular, das du dafür erstellt hast, verknüpfen und dieses Formular hier direkt in deine Präsentation einbinden. Und das Coole ist, dass dieses Typeform-Formular hier wirklich klickbar ist. Es wird klickbar eingebettet, das heißt, die Leute, die sich deine Aufzeichnung von der Präsentation dann anschauen, die können direkt in der Präsentation ihre Bewertung abgeben und so dieses Formular an dich absenden. Kanntest du diese Apps bereits? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare und kommentiere auch gerne, welche der Apps dir am besten gefällt. Und ganz wichtig, schau dir gerne als nächstes dieses Video an, denn dort habe ich dir die letzten Canva-Updates zusammengefasst. In der Videobeschreibung findest du auch den Link zu meinem Newsletter. Trag dich gerne ein, denn dann landet noch viel mehr Canva-Input in deinem E-Mail-Postfach. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächsten Montag. Damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Tschüss!